Keiner wurde angegriffen. Keiner. 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 Naja, wenigstens versuchen sie mich nicht zu töten. Ich hatte doch nur Hunger. Ich bin gar nicht da. Doch, bin ich. Oh, schnief, schnief. Ich verstecke mich hinter dem Schild. Ihr könnt mich gar nicht sehen. Ich bin hinter dem Schild. Schild, komm mal etwas weiter zu mir. So. Seht ihr? Oder eher seht ihr nicht? Hier, ich bin hinter dem Schild. Könnt mich gar nicht sehen. Ich bin total unsichtbar und so. Hallo Caroline, was machst du denn hier? Geh weg! Martin! Ich hab deine Rüstung. Eigentlich ja nicht da. Ach, ihr habt angebaut, hä? Martin! Martin! Ich hab deine Rüstung, die eigentlich die Rüstung von Tiber Septimus. Aber du wolltest sie ja unbedingt haben. Du wolltest ja was erben. Ich fürchte, ich mache nur langsam Fortschritte mit dem Mysterium Xaxis. Wie ergeht es euch bei eurer Suche nach der Rüstung von Tiber Septim? Hab ich doch gerade gesagt, ich hab die Rüstung. Durch meine Adern mag das Blut der Septime fließen, aber ihr habt die Seele eines Helden. Die Rüstung von Tiber Septim selbst. Joffrey wird erstaunt sein, wenn er sie sieht. Ja, gehen wir von Joffrey. Ihr könnt Joffrey versichern, dass ich die Rüstung nicht zerstören werde. Alles, was ich brauche, sind ein paar Spuren von Talos göttlichem Blut. Wenn es um Reliquien von Tiber Septim geht, sind die Klingen mindestens so empfindlich wie Priester. Wie kann ich sonst noch helfen? Während eurer Abwesenheit habe ich Fortschritte beim Entschlüsseln des Rituals des Mysteriums Xaxis gemacht. Xaxis. Als drittes brauchen wir einen großen Welkinstein. Vielleicht habt ihr schon mal kleinere Welkinsteine gesehen. Oh ja, das haben wir. Sie sind in Eileiden-Ruinen häufig zu finden. Ein großer Welkinstein wird allerdings nicht leicht aufzutreiben sein. Sie wurden wegen ihres hohen Wertes, den sie für Magier und Okkultisten haben, im Lauf der Jahre einer nach dem anderen gestohlen. Es gibt nur einen einzigen Ort, an dem sich noch einer befinden soll. Die Ruinen der Eileidenstadt Miskarkant. Dort haben viele auf der Suche nach diesem großen Stein ihr Verderben gefunden. Da uns aber nur ein großer Stein nützt, muss euch gelingen, woran alle anderen gescheitert sind. Moment mal! Hier, Makaka Moran, wie konnte der sein Tor zu seinem Paradies öffnen, wenn es nur noch einen einzigen großen Eileinstein gibt? Vor allem, wie hat er dann das mit dem göttlichen Blut gemacht? Oder das mit dem Dehedra-Blut? Ich verstehe es nicht. Erzählt mir mehr von Miskarkant. Die Hauptstadt eines der alten Eileiden-Königreiche, die vor dem Auftauchen der Menschen in Cyrodiil blühten und gediehen. Die Ruinen sollen noch immer von dem rachedurstigen Geist ihres letzten Königs heimgesucht werden. Auf jeden Fall ist dies kein Ort, den man leichten Herzens betritt. Seid vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Ich bin auch immer vorsichtig. Martin, du kennst mich doch. Ey. Das ist genau wie Rappi. Seid vorsichtig. Deswegen rede ich so wie Rappi. Ich weiß, dass ihr schon viele Gefahren überstanden habt. Ja, habe ich ja auch. Ist nicht zu unterschätzen. Ich werde es auch nicht unterschätzen. Ich habe Freunde hier. Patafix, Deadroff. Ne, Deadroff? Ja, wir sind Freunde, nein. Warum guckst du denn weg? Wir sind doch Freunde. Warum guckst du weg? Wir sind doch Freunde. Deadroff, was soll das? Nein, wir sind doch Freunde. Ach, scheiß drauf. Ja, scheiß drauf. Ich wollte jetzt eigentlich nicht. Ich wollte erstmal meine Dings ausrüsten. Goldbrand, wo bist du? Da. Ich hab nie geschrien. Petro! Yay. Yay. Nicht yay. Ach komm, was kannst du jetzt nicht mit mir machen? Was soll das? Die Zuschauer wollen was sehen. Nein, wollen sie eigentlich nicht. Sieben. So. Gib mir deine Zelle.
mach das jetzt alles im Alduin-Style und verschling deine Seelen. Ich werde alles verschlingen. Da gibt es für Merunes Dagon auch nichts mehr hier zu erobern. Oder der mythische Morgenröte. Weil hier dann gar nichts mehr ist. Im Grunde ist das ein perfekter Plan. Wir zerstören die Welt, um die Welt vor Merunes Dagon zu retten. Und seiner mythischen Morgenröte. Was habe ich eigentlich jetzt gerade gesucht? Egal. Ach ja. Seelen. Stein. Ich habe nur so kleine Seelensteine. Vorsicht! Oh, Martin! Lest du mal weiter. Baurus wird das schon alles richten. Keine Angst. Baurus ist ein großer... Okay. So groß ist er nun auch wieder nicht. Die größte, haha. Meine Lieblingsschattenstute. Was machen wir denn jetzt? Erstmal gehen wir zurück. Nein, wir gehen nicht dahin sofort, sondern... Kaiserstadt! Erstmal alles, was belanglos ist, loswerden. Und vielleicht dann die Folge beenden und damit auch die Aufnahme. Wir haben gleich schon 5. Und ich habe noch gar nichts gegessen. Außer ein kleines Kuchenstückchen zum Frühstück. Aber... Okay, eigentlich habe ich im Grunde gar nichts gegessen, weil der Kuchen ist eine Lüge. Genau wie der Zauber eine Lüge ist. Es ist alles eine Lüge. It's a lie, 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 lie. Lüge. Bist du zufällig hier drin? Dings, wie hieß der nochmal? Ja, Christoph. Ich sehe, ihr folgt eben als dem Graufuchs. Ich bin der Graufuchs. Ich folge ihm nicht. Ich bin der Graufuchs und ich möchte gern mein Kopfgeld loswerden. Blume. Heilen. Links. Ihr seht wirklich clever aus. Raviel bei Skriba. Wer hat das denn abgeschlossen? Ja, Dietrich, hier brauche ich sowieso nicht mehr. Ich habe jetzt den Skelettschlüssel. Ihr habt die Hände eines Heilers. Ach, hab ich? Echt? Gut zu wissen. Gut, dass du mir das gesagt hast. Warum, Steinkrug? Wie oft soll ich dich noch vom Boden aufheben? Warum liegt der Besen schon wieder auf dem Boden? Diese Steinkrüge sind auch nicht mehr was immer, waren, ne? Die sind so teuflisch. So. Jetzt mal dich ablegen. Nordwind. 18. 22. Du machst mehr Schaden als Goldbrand. Aber du hast noch Anfälligkeit. Für Frost. 20. Auch 20. Und du hast mehr. Das heißt, du gehst weg. Nicht dich ablegen. Nein, natürlich nicht. Warum soll ich dich ablegen können? Wieso habe ich das Schwert dabei? Verkaufe ich nachher.
doch einen Bogen. In 10 Fuß. Ja, wieder so ein Flächenschaden da. Lass mal die Welkensteine ablegen. So, makellose Diamanten weg. Dich weg. 40 Stück davon weg. Dann die großen Seelensteine weg. Die Seelen sollen direkt in Azuras. Ach, du bist drin? Gut. Oh, wie lieb Herzen von dir. Keine Ahnung, was noch weg kann. Alles kann weg. Ihr könnt auch weg. Nein, die Folge ist noch nicht vorbei. Ich muss noch 2 oder 3 Minuten aufnehmen. Habe ich wirklich Kopfgeld bekommen jetzt wegen diesen Scheißwachen? Mein Scheißklingen? Ja, habe ich. Dann kruscheln wir uns mal nach Braville. Wir werden dann von bösen Leutchen verfolgt. Angesprochen. Ey, ihr habt 40 Kopfgeld. Zahlt oder stirbt. Scheint die Wachen wohl nicht gerade zu interessieren, dass ich Kopfgeld habe. Dass ich total schwer gesuchter Krimineller bin. Aber anscheinend schon. Anscheinend nicht. Das Auge ist jetzt gerade weggegangen. Skriva, mein liebstes Kätzchen. Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Ich möchte gern mein Kopfgeld loswerden. Der Jäger kann sein. So sei es. Die Aufzeichnungen über die Untaten des Jägers werden von mir zerstört. Skriva! Das war schön. Schatten mögen euch verbergen. Vielen Dank, Skriva. Wow. Kopf. Ja. Ah, Dame, hilf mir. Ja, knutsch mich ab. Genau, wir werden nächste Folge nicht mit der Hauptquest weitermachen, sondern wir machen mal wieder was für die Magiergilde. Denn wir haben die ja schon ganz lange außen vor gelassen. Hauptquest kann eh warten, ne? Traumler hat jetzt lang genug gewartet. Wieso erinnert mich gerade dieser Anblick an etwas? Naja, egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao.